kommen wir nach Goethe Reloaded nun zu einem zeitgenössischen Lyriker und damit zu einem weiteren aktuellen Thema. Ich saß im Auto, fuhr und hörte dabei Radio. Auf einmal kam ein Lied auf Deutsch, ist heute ja öfters so. Doch etwas stimmte nicht, die Stimme habe ich gleich erkannt. Doch was so komisch war, war, dass ich jedes Wort verstand. Ich hörte Sterne im Gewühl und hörte das ganz klar. Von dem, der dazu passend einst einen Stuhl im Orbit sah. Nun fragt er, ob sie Horizonte untersucht mit ihm. Und fragt's mit dieser Deutlichkeit, die mir suspekt erschien. Herbert Grönemeyer war beim Logopäden. Herbert Grönemeyer singt jetzt ganz normal. Das ist echt ein Phänomen. Jedes Wort ist zu verstehen. Keines Wort ist wahr. Ja! Denn Herbert Grönemeyer war beim Logopäden. Singt jetzt nicht mehr so, wie man ihn imitiert. Jedes Wort deutlich und klar, jedes Nuscheln, das da war, das hat er sich jetzt scheinbar abtrainiert. Ja. Ich find's auch schön. Ich freue mich auch sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, Herr Grönemeyer. Herzlich willkommen also hier in unserer Bochumer Logopädie-Praxis, die Vokalmatadore. Für mich lebend verbraucht. Wir kriegen das schon hin, Herr Grönemeyer. Alles tut weh. Ja. Das liegt an Ihrer falschen Sprechtechnik, nicht? Das hört man ja, wie Sie seit Jahren Ihren Kiefer verkrampfen, nicht? Kann nichts mehr essen. No! Aber auch das gelingt uns noch. Wovon ernähren Sie sich denn dann? Currywurst. Ach, die können Sie runterkriegen. Das ist okay. Es tut gleichmäßig weh. Entschuldigung, dass ich störe. Herr Grönemeyer hat seine Krankenkassenkarte noch nicht abgegeben. Ich meine, wegen der Quartalsabrechnung. Sie berechnen nicht, was Sie tun? Ach so, ja. Entschuldigung. So, dann kommen wir aber mal zur Sache jetzt, Herr Grönemeyer. Also, eine kleine Diagnose-Vorübung. Ich gebe Ihnen jeweils ein paar unzusammenhängende Wörter vor und Sie sprechen nach. Braucht niemand, der mich quält? Es wird nicht wehtun, Herr Grönemeyer. Werd langsam panisch. Klitschnass geschwitzt. Keine Angst, Herr Grönemeyer. Dieser Weg wird kein leichter sein. Hä? Ich hab mich vertan, Entschuldigung. Also, wir machen ein paar Übungen und zwar so, dass der Boden unter den Füßen bebt. Nein, so, dass Sie mir ganz ruhig nachsprechen. Also, Schatten im Blick. Schatten im Blick. Oh. Das hört sich aber nicht gut an. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Schatten im Blick. Nein, Herr Grönemeyer. Der Vokal hat seine eigenen Gesetze. Versuchen Sie es mal Stück für Stück. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Schatten im Nein. Herr Grönemeyer, Schatten. Herr Grönemeyer.
Wo ist denn Ihre stimmliche Mitte? Kind vom Westen! Wie bitte? Bitte wo? Kind vom Westen! Ich merke, Sie verwechseln betonte und unbetonte Silben. Ja, da herrscht das Chaos. Das verdrehen Sie. Zeug, dass sich was dreht, was dreht. Genau, genau. Genau, Sie müssen es versuchen. Also probieren Sie mal das hier. Zweites Gesicht. Zweites Gesicht. Mhm, ja, ja, ja. Sagen Sie mal, Herr Grönemeyer, haben Sie eigentlich einen Lieblingsvokal? Ja. Das Ö. Verstehe. Also gut. Ich würde so 20 bis 200 Sitzungen anberaumen. Eine kluge Prognose. Danke. Das Prinzip Hoffnung. Genau. Ein Leuchtstreifen in der Nacht. Sozusagen, ja. Halt mich nur ein bisschen. Ist ja gut, Herr Grönemeyer. Schön, dass es sich gibt. Okay, so, dann machen Sie mal draußen einen neuen Termin aus, nicht wahr? Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nein, nein. Nächste Woche, Herr Grönemeyer. Also, bis dann, nicht? Auf Wiedersehen. Oh, Glück auf. Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer war beim Logopäden. Herbert Grönemeyer singt jetzt fast normal. Das ist echt ein Phänomen, fast jedes Wort ist zu verstehen. Wohl, naja, neunte Sitzung oder so. Doch ja, er war ganz klar beim Logopäden. Mein Sanitäter in der Not singt schon kaum noch so, wie man ihn imitiert. Widmest du mir dein Gedicht? Jedes Wort deutlich und klar, jedes Nuscheln, das da war, das hat er sich jetzt scheinbar abtrainiert. Und nun hat er uns Kabarettisten angeschmiert. Womit habe ich das verdient? Was soll das?